Es ist eine Lebensleistung von Menschen, die sich ein Haus beispielsweise erarbeitet haben und geben es an die nächste Generation. Also sprich, den Begriff Spermienlotterie, den Frau Wissler gerade gebraucht hat, den würden Sie auf keinen Fall benutzen. Na, erstens sowieso nicht. Und zweitens halte ich das wirklich für eine wirklich nicht durchdachte Idee, zu behaupten, da sei die große Ungerechtigkeit in Deutschland. Es gibt eine Erbschaftssteuer, ja, die ist auch gerechtfertigt, wenn sie zielgenau ist. Das, was zurzeit allerdings stattfindet, ist, dass sie deutlich zu hoch ist. Wir müssen sie reduzieren, und da hat die Ampel einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass Immobilienvermögen in einem Übermaß besteuert werden, sodass sie die Eigentümer schon gar nicht mehr behalten können und verkaufen müssen. Ich merke schon, egal was ich tue, jeder fängt sofort von der Erbschaftssteuer an zu sprechen. Das und das ist dann vielleicht auch wirklich das Thema, über das wir hier dringend reden müssen. Und dann bringen wir doch Thomas Marschall mit dazu. Er ist 71 Jahre alt, aus Berlin-Mahlsdorf, und seine Nichte Anne Schlütter, 45, aus Erkner in Brandenburg. Ich sehe jetzt im Moment gerade nicht, wo Sie sind. Ach doch, hier oben links. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Bei Ihnen geht es auch um das mögliche Erbe irgendwann mal in fernerer Zukunft. Und zwar das Häuschen von Herrn Marschall, dass er an Sie, Frau Schlütter, gerne später mal vererben möchte. Kurze Zwischenfrage, sind Sie gerade in diesem Häuschen oder wo treffen wir Sie an? Bei mir zu Hause, in meinem Häuschen. In Ihrem Häuschen, okay.